Da sind wir wieder und hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Rejuvenation. Hallöchen. Wir müssen jetzt Madelis folgen, die Ember gekidnappt hat und der ganze Ja. Kochwettbewerb da manipuliert hat. Alter Schwede, was war das letzte Mal für ein Part? Ich will meinen nächsten Orden haben. Ich will meinen nächsten Orden haben. Warum werden die alle entführt? Warum wird das alles so rausgezögert? Ich will meinen Orden. Ja. Und warum haben wir die nicht gleich Media mitgenommen? Fragen über Fragen über Fragen. Richtig. Grummel, Grummel, nehmt ihr einfach mit, behaltet Amber da und lasst uns den Orden holen. Das wäre doch super. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Ist eine sehr gute Frage. Ich gehe einfach mal in die Arena. Da ist gar nichts. Ich bin gerade überlegen, was für ein Lied ich überhaupt machen will. Eigentlich so. Im Allgemeinen. Ich habe eine bessere Idee. Ich guck mal in der Villa, weil wir wurden ja eigentlich in unser Bett zurückgebracht. Dann wird Tesla wahrscheinlich wach sein und dort irgendwo sein. Vielleicht in ihrem Zimmer? Richtig, irgendwie sowas. Ah ja, hier sind Melia, Valerie und Venom. Wo ist das? In dem In der Küche? Erdgeschoss rechts, also da in Ja, dem Zimmer. okay, ich sehe sie. Und Saki sehe ich auch. Lass mit Melia reden. Melia ist immer die wichtige Person. Ja. Furora, geht's dir gut? Wir haben dich bewusstlos vor der Villa gefunden, nachdem wir aufgewacht sind. Tesla hat eine Entführerbotschaft irgendwie gefunden und dann hat sie uns nach drinnen gebracht. Diese Madelis, sie spielt einfach diesen Und schmutzigen Tricks. schmutzigen Trick und wir haben unseren Guard gefallen lassen, unsere Verteidigung fallen lassen. Hell yeah, das haben wir. Mein Magen fühlt sich immer noch so an, als würde er explodieren. Ah. Nun ja, Tesla war wirklich böse, als sie die Nachricht gelesen hat. Und sie ist direkt nach Valor Mountain gegangen. Nun müssen wir uns über zwei Leute sorgen, die gefangen gehalten werden. Und das alles nur wegen mir. Halte dein Kinn nach oben, Melia, das ist nicht deine Schuld. Kopf Wenn du hoch, das ja. sagst, ich weiß einfach nur nicht, was wir tun sollen. Ich denke, wir werden mit dem Schiff rüberfahren müssen, weil wir haben ja jetzt Zugriff auf die Yacht mit dem Yacht-Key. Okay, Amber war der letzte Gymleader auf diesem Island. Wir haben nicht genug Zeit, um elsewhere to go elsewhere to find, also um irgendwo anders hinzugehen, um anderen Leader zu finden. Es sackt halt hart, aber vielleicht sollten wir einfach unsere Strategie überdenken. Vielleicht ist etwas anderes, was wir tun können. Sorry, aber ist dieser Umschlag einfach, hat er sich einfach materialisiert aus dem Nichts? Ja, hat es, das ist sehr freaky. Warte, irgendwie so etwas ist auch in der Aquamarine Cave passiert. Du erinnerst dich, Furora, der Flyer, der einfach vor unserer Statue passiert, erschienen ist. Ja, das ist von Angie. Emma hat gesagt, dass Angie hinter diesem Phänomen steckt. Vielleicht steckt diese Hexe hinter all dem. Sollten wir ihn öffnen? Ist vielleicht wichtig. Oh, Die okay. gab es ja auch noch, Oh, Angie. schauen wir einen Film. Oh, Saki, du bist super. Ist das Angie? Guten Abend zu den Empfängern dieses Briefes. Mein bescheidener Name ist Angie, Gymleader und Sovereign, keine Ahnung, Beschützer, was weiß ich, des pompösen Crystalline Town, keine Ahnung. Gibt Wörter, die ich nicht übersetzen kann, tut mir leid. Es ist Angie. Es ist Angie. Dieser Umschlag ist eine Einladung für drei ganz spezielle Leute. Diese Leute sind Furora, Melia und Venom. Die drei von euch sind erlaubt, mich zu besuchen in meiner Kirche. Auf der Insel der Engel. Okay. Stimmt. Ich glaube, ich glaube, es gibt etwas. Die Stadt war ja außerhalb, also über das Meer, und das war ja so ein Wirbelsturm, ne, Ja, was er geschützt hatte, genau. ne? Und wir haben Ah. jetzt ja die Yacht und da können wir eigentlich rüber. Oh, okay. Ich glaube, es ist etwas, das ihr alle sehr interessiert dran seid. Ein Orden vielleicht. Natürlich. I realize that you all may be wary, but so give me even more of an incentive. Also,
Ich denke, dass ihr alle sehr vorsichtig seid, also gebe ich euch allen noch einen Incentive, wahrscheinlich noch einen Grund rüberzukommen. Ich habe zwei bestimmte Ranger, die ich gefangen halte inside meiner Church. Noch jemand, der gefangen gehalten wird. Super, und das sind die zwei Deppen, okay. Ich glaube, ihre Namen waren Alex und Sam. Sie waren dumm genug, zu denken, dass sie mich einfach besiegen könnten. So ein dummer Akt. Failure to appear will mean their end. Okay. Also wenn wir nicht erscheinen, heißt das ihr Ende. However, sie muss sich halt eben klar, muss auf jeden Fall klarstellen, diese Einladung ist für euch drei. Und nur für euch drei. Das heißt, Saki und Valerie dürfen nicht mit. Und ihr müsst euren Weg zu meiner Kirche machen, sofort. Außerhalb dieser Kondition, nee, diese Kondition zu ignorieren, wird in gewaltigen Konsequenzen enden. Ich bin da mal weg. Danke fürs Zuhören. Oh Mann. Story Ich habe Twist. diesen Movie schon gesehen. Ich habe diesen Film schon gesehen. Langweilig. Okay, Saki, du bist toll. Okay, ich weiß, was ihr denkt. Das ist eine Falle. Ach. Ich bin dagegen, dass irgendjemand von euch nach Crystalline Town geht, aber. Ja, ich bin mir sicher, dass es eine Falle ist, also. Aber du hast gehört, was Angie gesagt hat. Sie hat Alex und Sam. Und Crowley hat eigentlich Dutzende Ranger geschickt, um sich um sie zu kümmern, und sie sind alle verschwunden. Und alles, was wir wissen, ist, Angie hat sie halt eben gefangen. Und, sie ist viel zu stark und das schon für eine viel zu lange Zeit. Lass uns ihr in den Arsch treten. Dem stimme ich nicht zu, aber ihr könnt eure eigenen Entscheidungen fällen. Nur seid halt wirklich vorsichtig und lasst eure Verteidigung quasi nicht fallen. So, wie kommen wir dorthin? Ich habe keine Ahnung. Wir schon. Was los, Aurora? Ja, natürlich haben wir eine Ahnung. Wir haben Yacht. Tesla hat dir die Keys zu ihrer Yacht gegeben? Ja, natürlich, das ist perfekt. Dann ab nach Crystalline Town. Okay, dann ist das jetzt quasi geklärt. Lass uns abdüsen. Richtig, wir können keine Zeit wasten. Ran da. So, dieser Twist ist ja schon, das ist ja schon mega cool geschrieben, ne, die Story. Ja, Wir hatten als das eigentlich. fängt schon damit an. Wir haben uns darauf eingestellt, dass Amber der nächste Arena-Leiter wird. Richtig, wir hatten uns darauf eingestellt, dass wir jetzt Madelis verfolgen und da alles, ne? Und jetzt kommt auf einmal hier die Angie an und sagt, okay, hier, ne, guck mal. Uff, Ja, ran da. interessant. Oh Mann, ey. Das wird lustig. Aber ich habe Angst vor dem Eis-Arena-Leiter, weil ich glaube, das ist Eis. Ich bin mir so sicher, das ist Eis. Warum? Warum Warum? Valerie nicht mit darf, das weiß ich nicht. Aber Saki darf nicht mit, weil es ein Stahltyp ist. Du glaubst also Eis. Ich glaube an Eis, ja. Vielleicht auch Psycho. Könnte ich mir auch denken. Ja, stimmt. Psycho kann es auch Nein. sein. Boah, das wäre genauso widerlich. So, Okay, ich würde sagen, ran da. nein, bevor ich zur Yacht gehe, ich will Pokébälle einkaufen. Wir sind da auf einer neuen Insel, wir könnten neue Encounter fangen. Eventuell vielleicht. Stimmt. Wo war denn hier nochmal der Laden? Okay, Melia, ich habe gerade schon Melia angesprochen. Sie hat gesagt, bist du bereit? Es könnte möglich sein, dass wir für eine längere Zeit nicht mehr zurückkommen können. Ha. Siehste. Ha. Und Ha. ich will mich eindecken. Da ist der Laden. Also diese drei Leutchen da mittendrin. Okay. Apropos Pancakes brauchen wir Nee, nicht. ganz links die Person. Okay, ich habe mir gerade aus Versehen Berry Juice gekauft. So. So, und das haben wir Wir doch haben noch immer noch nur einmal. Superbälle. Viele nehmen an 23, dann habe ich genau 50, das sollte reichen. Das reicht auch erstmal. Oh Mann, ey. Wir verpassen so viel Backtracking, wenn wir da mitgehen. Das ist egal. Das ist jetzt erstmal egal. Wir gehen jetzt da mit. Hallo, wir gehen da mit. Schmoll, schmoll, schmoll. Okay, passt unser Team?
Passt. Eigentlich ja. Okay, Randa, 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 Randa. Media, ich bin bereit. Are you ready? I'm okay, ready. Okay, Randa. Let's go. Dass wir das jetzt mal nicht bereuen. Wir gehen einfach hin. Es schneit. Okay, 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 du kannst mit Eis recht haben. Ja. Ich sehe das Schneefeld auf einem tropischen Island. Das ist wirklich sehr komisch. Und es ist wirklich kalt genug geworden, dass der Ozean sogar einfriert. Mir ist so kalt. Lass uns. Let's do this quickly so we can go back. Das ist also lass uns das schnell regeln, dass wir wieder zurück können zum Resort. Wir müssen diese Insel der Engel finden, wo auch immer das ist. Sollte in der Nähe sein, lass uns danach suchen. Okay. Okay, umgucken. So, ich gucke jetzt einfach mal, ob wir die Yacht zurück können. Wir können, wir können aufs Eis. Wir können aufs Eis hier. Ey. Und schlittern. Ja. Nice. Wir können aber hier nicht gefällt surfen. Okay. Mir. Gefällt mir. Mir gefällt dieses Konzept. Ja. So, hier ist es Stadt. Überall Eis ist. Okay, aber da ist überall alles zu, weil Schnee. Das heißt, wir können nur über die Brücke, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Und da triggert direkt wieder was. Okay. Tatsache. Ja. Du musst ein Einwohner von Crystalline sein. Weißt du, wo die Insel der Engel ist? Aber warum? Wieso wollt ihr da hingehen? Die Insel der Engel ist, wo Angie ist. Ihr müsst zurückgehen. Sofort. Wir sind hierher gekommen mit Angie, um uns um Angie zu kümmern. Und zwar für die TM namens Magma Drift. Also wenn du uns zeigen könntest, die richtige Richtung zeigen könntest, dann das wäre echt super. Ihr schaut nach der TM Magma Drift. Wenn das der Fall ist, dann kann ich euch helfen. Mein Name ist Farha. Meine Großeltern besitzen den TM-Shop in dieser Stadt. Bitte folgen. Kriegen wir schon die Attacke? Wir dürfen sie halt nicht einsetzen, wenn wir noch eine Ordnung haben. Im Kampf! Nice, lass uns ihr folgen. Warte, wir können doch nicht einfach irgendwie so einer random Person folgen. Und alles, was wir wissen, ist, es kann auch irgendwie ein Teil von Angies Falle sein. Hm. Sei mal nicht so paranoid. Erinner dich, sie hat gesagt, wir müssen direkt zur Kirche oder sonst. Mich interessiert, was sie sagt. Wir sind gekommen, um die TM zu holen und ihren Arsch zu treten. Okay, fein. Lass uns rangehen. Okay, so, ich würde aber sagen, wir gehen erstmal die Häuser. Ja, okay, abgeschlossen. Abgeschlossen. Hey, was ist das denn? Da liegt ein Teppich einfach. Okay, oben ist Pokémon Center. Und Markt. Okay, dann gehen wir erstmal hoch. Da wird alles zu sein wahrscheinlich. Nee, Markt kommen wir rein, aber... Wenn es da jetzt Hyperbälle zu kaufen gibt, dann kriege ich einen Haschmilch. Bei... Nee, Greed Ball. Angie's Bazaar and it's up what you like to buy. Chat, du kannst sogar mit dir reden. Yay, ich liebe es zu chatten und so. Willst du wissen, warum ich diesen Job bekommen habe? Ich erzähl's dir. Also ich kümmere mich um meinen eigenen Scheiß und dann plötzlich kommen so zwei Mates auf mich zu. Und die nach Crystalline gelaufen sind. Und I'm just like, oh mein Gott, ich brauche unbedingt dieser Mate-Outfit. Also bin ich ihnen gefallen, hab mir ein extra Mate-Outfit geschnappt und schau, ich bin super cute und so. Dieses Mädel mit blauen Haaren, ihr Name ist Angel, schaut ab und ist like, hey, möchtest du den Pokémarkt übernehmen? Und ich bin like, hell yeah, ich möchte das. Ich werde in diesen Dollarbills schwimmen, und zwar bald. Even though I'm supposed to handle all profit. Auch wenn von mir erwartet wird, dass ich jeden einzelnen Profit an sie übergebe. Like, I don't see Angie down there here trying to make a living. Also ich sehe nicht Angie hier unten irgendwie für ihr Leben sorgen, keine Ahnung. Geld verdienen. Sorry, girl, aber dieses Geld ist mir... Oh my gosh. I think I need to get back to work. Ich glaube, ich muss zurück an die Arbeit. Es war nice, mit dir zu reden. Okay, die ist cool. Okay. Ich mag die. Pass auf, wenn du wieder rausgehst, hier ist so also ein Dorftor. Wollen wir da erstmal hoch? Da ist ein Wald wahrscheinlich. Ein Encounter fangen oder so?
Thunder. Okay. Follow the gang. Okay, ah, wir okay, nicht. Können wir nicht. Hm. Wir dürfen nicht, wir dürfen nicht. Okay, da müssen wir Melia folgen. Melia und ja, Venom. Die Türen sind ja alle zu, wir müssen über die Brücke nach unten. Da wartet sie schon auf uns. Was ist das da? Okay, auch zu, da ist alles. Oh, da ist ein, wir haben nur einen einzigen Weg. Da ist ein Hilfecenter auch, ja, ja. Hm. Okay, ja. Please come this way. Bitte komm hier lang. Ja. Und einmal nach unten. Herr Lüsi. Großmutter, Großvater, wir haben Gäste. Farha. Was machst du, dass du einfach irgendwie Fremde hierher bringst? Weißt du nicht, wie riskant es ist, einfach Leute nach, zu uns nach Hause zu bringen? Angie beobachtet uns und wir können bestraft werden, wenn das herausgefunden wird. Ich weiß das, aber diese Leute kamen hier, um halt hierher, um halt eben nach einer speziellen TM zu suchen. Das ist die, von denen ihr die ganzen alten Kopien habt, Magma Drift. Magma Drift? Wieso wollen diese Leute diese TM? Das zählt nicht, das ist egal. Lass uns die einfach ihnen geben und dann können sie gehen. Hm. Okay. Sie scheinen halt wirklich Angst zu haben. Ist das wirklich okay? Es ist nicht okay, aber es gibt halt etwas, das ich euch drei fragen muss. Als Austausch für diese ETM möchte ich, dass ihr Angie von hier vertreibt. Und zwar das für immer. Und wir haben dir doch schon gesagt, dass wir das sowieso tun. Ich weiß, aber ich glaube nicht, dass ihr alle versteht, was hier wirklich auf dem Spiel steht. Oder zumindest wogegen ihr gerade eben ansteht, quasi, was euer Gegner ist. Unzählige Ranger haben irgendwie diese Stadt schon besucht und mit dem Ziel halt eben Angie zu fangen. Und nicht einer von ihnen ist zu dieser Stadt zurückgekommen. Und sie sind halt eben wirklich verzweifelt gerade. Und aber wenn sie nach auf uns drei schaut, sieht sie halt eben eine bestimmte Stärke, die andere halt nicht haben. Und deshalb glaubt sie, dass wir eine kleine Chance haben. Nein, es ist zu spät. Sie hat uns gefunden. Sie hat uns gefunden, meint Angie? Ihr drei müsst wirklich verschwinden. Schnell. Jetzt. Und wie sieht's mit Magma Drift aus? Vergiss es. Es gibt. Wir haben keine Zeit. Was? Okay. Was war jetzt quasi ihr Ziel, uns hierher zu bringen und dann uns wieder rauszuwerfen? Und dann auch noch kurz davor, bevor wir die TM bekommen. Sie hat gesagt, sie hat uns gefunden. Und da meint sie Angie. Ach. Vergiss, was sie gesagt hat. Wir sind für diese TM gekommen und wir werden sie auch bekommen. Venom, warte. Scheiße. Was zur Hölle? Ich bin fast gestorben. Das muss das gewesen sein, weswegen Farah so viel Angst hatte. Andy hat den Shop einfach komplett durchgefroren, einfach weil wir dort hingegangen sind und nicht zur Church. So, ich glaube immer mehr, dass das wirklich eine Eisarena ist und dass wir Magma Drift erst danach bekommen. Ja. Yeah. Yeah. Oh, so hat sie hat versucht uns zu retten. Whoops. Okay, that's it. Ich habe mich entschieden, wir können das nicht so irgendwie weiterziehen. Angie hat diesen Ort lang genug terrorisiert. Wir müssen sie von hier vertreiben. Du hast sowas von recht. Furora, Melia, Randa. Lass uns nach der Insel der Engel suchen. Sie muss in der Nähe sein. Puh, intens. Oh, guck mal, was ist Jenna? Hallo und willkommen. Mein Name ist Professor Jenna. Ich hab mich immer schon gewundert, I've always wondered something when it comes to Pokémon. Ich habe mich immer was gefragt, wenn es irgendwie um Pokémon geht. Können Pokémon das Konzept der Moral verstehen? Sie haben gesagt, dass es gibt nicht so etwas wie böse Pokémon. Aber ist das wirklich wahr? Mit mehr als 800 Spezies? Es muss doch da muss doch ein böses Pokémon zwischen ihnen leben. Eins, das lebt im Chaos und Suffering für andere zu bringen. Aber das ist tabu, ist es nicht? Daran zu denken, dass ein Pokémon such a way by nature. Menschen können von dem Bösen überwältigt werden.
wie heißt, Nurses, Krankenschwestern, Krankenschwestern, Lehrern, Gymleader, Lehrer, Gymleader, politische Figuren, Geschäftsmänner, Firmenleiter ja. und sogar normale Leute. Keiner von uns ist safe. Keiner von uns ist safe. Okay, ich habe schon eine Vermutung, worauf das hinausläuft. Weil, na? Es kam jetzt ja gerade quasi eine Anspielung, quasi, dass es auch böse Pokémon geben kann. Irgendwie. Richtig. Und das halt eben. Und ich vermute, dass Angie nicht ganz bei Sinnen ist, sondern von einem ihrer Pokémon ein bisschen kontrolliert wird. Und ich glaube, das wird ein Frostdage sein. Das ist ein starker Call, ja. Ja. Kann ich mir Ja. vorstellen, kann ich mir vorstellen. Definitiv. Und wenn wir sie besiegt haben, insbesondere dann halt ihr Boss-Pokémon Frostdage aus dem Leben gekickt haben, dann snappt sie wieder zum Realen, quasi. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich hoch, ne? Ja, dürfen wir. Und wir sind direkt bei der Isle of Angels. Toll! Okay, also keine Okay, Encounter. und wir haben ein riesiges Eis-Ding. Ja. Ja. Okay. Ich gehe erstmal nach rechts übrigens. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was hier rechts ist. Da war eigentlich jetzt einfach nur dieses Nichts. Ja. Okay. Wie sieht's nach oben dann aus? Direkt hier. Oh Mann, ey. Krass. Das ist groß. Ich sehe es. So, hier kann man auch nicht weiter nach rechts, okay. Also nach links oben sozusagen müssen wir hin. Kannst du hier surfen? Nein, du kannst nicht surfen. No. Schade. Das hätte einiges vereinfacht. Ich glaube, ich bin gerade zu blöd für sowas. Habe ich irgendwie so im Gefühl. Okay. Okay, dann kannst du hier, musst du dann nach oben, ja? Hoch, 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 hoch. Ja, ich bin jetzt ganzes Stück nach oben gekommen. Ich auch. So, hier ist eine Treppe. Da kommen wir auch hoch. Eine Treppe? Dann bist du schon weiter als ich. Okay, jetzt bin ich auch bei der Treppe. Manaphis. Manafis, ja. Blümchen. Kannst du in Das diesen Blumen wird die gezaubert werden? Kirche sein, Alter. Ja, ich glaube auch. Rein da. Aber ich Okay. glaube, da fehlt noch irgendetwas. Irgendetwas fehlt noch. Da unten in dem Eisrätsel. Irgendwas kann man da noch kriegen, glaube ich. Okay. Irgendjemand ist wirklich sehr skilled mit dem Piano. Du denkst, dass Angie spielt? Es ist definitiv sie. So wie sie spielt, ist es einfach leer und kalt. Okay, I see. Venom, hast du Angst? Zur Hölle. Ich habe keine Angst. Mir ist einfach nur viel zu kalt. Okay, wenn es dich nicht stört, dann werde ich einfach vorne vorauslaufen. Natürlich nicht. Okay. Okay, was denkst du, Furora? Hat Venom Angst? Ich glaube nicht, dass Venom Angst hat. Nee. Nee. Ha, ich hab's dir gesagt. Alright, sure. I'm not buying it though. Sie glaubt's trotzdem nicht. Nee, ich glaube, Venom ist ein. Oh, Scheiße. Was zur Hölle? Das sind die Ranger, die Crawley geschickt hat. Und da sind Sam und Alex unter ihnen. Okay, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, sie gefallen euch. Alles gut. Sorry. Angie hat sie für euch drei quasi platziert als Willkommensgeschenk. Wieso sieht sie aus wie die Mutter von Saki? Ich hätte jetzt so Okay. Saki gesagt, normal dann. Ja. Okay, das ist, was Angie als ein Willkommensgeschenk versteht. Ist irgendwie alles okay bei ihrem Kopf? Wie, es gefällt euch nicht. Es hat doch irgendwie so einen gewissen Charme an sich, oder? Die mutigen Ranger auf Terrajuma und komplett eingeschlossen in Eis. The models that are supposed to present hope. Okay, die Figuren, die einfach Hoffnung repräsenten, zeigen jetzt eigentlich nur noch Verzweiflung. Stehen nur noch für Verzweiflung. Ich glaube, es ist wundervoll. Weißt du,
Ich erinnere mich nicht zu fragen, was ihr gedacht habt. Wer seid ihr überhaupt? Nee, wer bist du überhaupt? Wo ist Angie? Ja. Angie wartet im nächsten Raum. Lass sie nicht warten. Ich will ihr die Zähne einschlagen. Wer denkt sie, wer sie ist? Wahrscheinlich irgendeine komische Maid wannabe. Such as nothing else to do. Die halt nichts anderes zu tun hat. Okay. Zum Erinnern, ich hatte niemals Angst. Niemals! Okay. Okay. Krass. So. Viel zu heftig. So, wir gehen da sofort rein, ne, oder? Randa. Randa. Okay. Randa. Lass den Spaß Da beginnen. ist sie. Du musst Angie sein, ja? Sie redet mit dir. Hallo. Und weg. Hä? Kinder des Mächtigen, ich bin hier. How does it feel to be disregarded and disrespected? Wie fühlt sich's an, disrespected zu werden und so? Keine Ahnung. Fühlt sich nicht so gut an, richtig? Sind wir nicht die höchste Priorität? Trevor, ist das Gym Badge not important? Ist der Gym Badge nicht wirklich wichtig für euch? Habt ihr nicht zugehört, als Angie gesagt hat, dass ihr herkommen sollt und nirgendwo anders? Wir haben dich disrespektiert? Was? Zur Hölle haben wir das getan. Du wagst es einfach, go off on your own round. Also, du hast es gewagt, einfach in Crystalline Town auf deine eigene Art zu handeln und da rumzuschauen, nachdem wir dich hierher eingeladen haben. Ja, Als weil wir wollen in den Laden wir gegangen Kirche. sind. Ja. Du hast Nerven, Melia, Veronika und Furora. Kennst du unsere Namen? Außerdem, mein Name ist Venom, Ich nicht Veronika. wusste es. Ich wusste es einfach. Dass Ja, sie wieder durchdreht. Nonsense. Du wurdest nur mit einem Namen gebläst, quasi gesegnet. Und um deine Antwort deine Frage zu beantworten, ich bin Angie. Ich bin Gymleader von Crystalline Town und die Headmistress of the Order of Arceus. Oh, vom Arceus-Kult quasi. Die Boss. Ich habe wieder Scheiße. Reborn-Vibes einfach. Oh Gott. Self-proclaimed Leader, also selbsternannter Leader. Sicher. Die League Administration würde das niemals erlauben. And that's really saying something consideration who's actually in. Oh Mann. Sie hat recht. Incidentally, what gives you the right to terrorize? Okay, wa was gibt dir das Recht, innocent, also unschuldige Leute zu quälen? Du bist nichts als ein Diktator und a fraud, Angie. Wir sind hierher gekommen, um dich niederzustrecken. Insolent little wench. Okay, irgendeine Beleidigung. Das ist genug, Sarah. Ja, Lady Angie. Ihr drei, throw. Was? You three throw, you're this, you're that, but what about yourselves? Okay, ihr drei sagt, du bist das, du bist dies, du bist jenes, aber was ist mit euch? Sarah, schnapp dir das Buch. Natürlich, Lady Angie. Lass uns hier mal schauen. Ah ja. Lass uns mit dir anfangen, Veronika Vasile. Du kennst meinen vollen Namen? Stalkst du mich etwa? Es sagt hier, dass du unglaublich dickköpfig, mutig und ja, mutig bist. Conversely, you are a coward. Aber du bist ein Chicken quasi. Brutal, fraudulent treacherous and conniving. Oh, ich kann die ganzen Adjektive nicht übersetzen. Ja, brutal ist klar und sowas, ja. Ja, if the things you say about me are true. Wenn die Dinge, die du über mich sagst, dann bist du besser als ich, richtig? Wo bekommst du das alles her? Du hast den Job übernommen, die Warp-Pads zu fixen. Nur wegen deinem eigenen Benefit. Okay, da ist was es gibt. That money was because of Melias Moral. Und das Geld hat sie quasi nur den anderen gegeben, den Arbeitern wegen Melias Moral.
Und nun wegen dir, nun zu dir, Melia. Es sagt dir, dass du ein Leader bist, stark, du kümmerst dich um andere und bist intelligent. Aber, aber sie bringt halt trotzdem eine Fassade mit sich. Und nur die, die bei ihr nahe sind, die können auch da durch diese Fassade durchschauen. Und das Gesicht eines ängstlichen und hilflosen Mädchens. Nothing but fear. Also nichts als Angst und Feigheit liegt bei dir quasi. Nach allem hast du Furora hierher gebracht, um die Badges zu sammeln, die Orden zu sammeln, dass sie dich nach Vella Mountain bringen können. Also, dass wir sie nach Vella Mountain bringen können. Und hat komplett ignoriert die Möglichkeit, dass wir vielleicht gar nicht da sein wollen. Dass wir das überhaupt nicht tun wollen. Deine ganze Motivation ist komplett selbstbezogen, einfach nur ich-centered. Das ist nicht wahr. Und Furora. Wir sind freiwillig hier. Mensch. Richtig. Ich will Nim wieder befreien. Nim ist toll. Hör auf. I don't care, was. Es interessiert mich nicht, was dieses dumme Buch sagt. Du sagst, du bist ein Gymleader, aber du hast wirklich keinen Sinn von Verantwortung. Das ist nicht die Art, wie Gymleader sein sollten. Wir sollen die Gemeinschaft sicher halten. Was? Oh, ha, 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 ha. Was ist so lustig? Deine Ignoranz ist wirklich diese brillant. Du denkst, dass nur weil ich ein Gymleader bin, dass ich wirklich den Status Quo irgendwie einhalten sollte. Du hast wirklich die Nerven, hierher in meine Kirche zu kommen und mich der Ignoranz zu bezichtigen? Wirklich unglaublich. Du bist wirklich unglaublich naiv, Melia. Ihr alle seid es. Dass ich ein Gymleader bin, heißt überhaupt nicht in den Augen von Lord Arceus. Es ist einfach nur ein Titel. Ihr seid alle nur normale Menschen. Leute haben Ideale, Glaube. Aber es gibt nichts, aber es gibt nur eine Sache, die wirklich am hellsten scheint. Unser Gott, unser allmächtiger Retter, Arceus. Du bist verrückt. Vielleicht bin ich das. Aber diese Verrücktheit ist geboren worden von der Sanity, also das Gegenteil von Verrücktheit. Und das ist Arceus. Veronica. It's Venom. Melia, Furora. Zeigt mir die Dunkelheit, sodass ich euch näher zum Licht bringen kann. Oh nein, in Dimensional Rift. Oh Gott. Kia! Und da werden wir jetzt durchteleportiert? Natürlich. Oh Gott. Das ist so kalt. Venom? Ah, mein Kopf. Furora, bist du das? Wo zur Hölle sind wir? Waren wir nicht gerade in Angie's Church? Oh mein Gott, wo ist Melia? Sie war doch gerade noch hier. Come on. Sie kann überall sein. Wir müssen uns umsehen. Okay, gut. Ich glaube an der Stelle. Ja, da ist dann durch. Da ist der Part zu Ende. Ja, leider. Ich würde so gerne jetzt weitermachen, auch in dem Part, aber das wird ja einfach zu lang. Das ist so intens, Alter. Wenn ihr genauso gehypt seid wie wir gerade, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ne? Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.